Hi Dominik, das ist der Michael. Du, wir machen noch jedes Jahr so ein Weihnachtsvideo. Das müssen wir dieses Jahr wieder machen, aber dieses Jahr muss es richtig abgehen. Das muss richtig knallen. Aber dennoch muss es halt eben zu uns passen. Wir müssen uns als Krämer IT dort präsentieren. Wir müssen vielleicht zeigen, richtig, genau, wie glücklich die Kunden bei uns sind. Und wie zufrieden die Mitarbeiter sind und wie schön es bei uns in der Weihnachtszeit ist. Wir müssen uns so ein bisschen als Gemeinschaft in den Vordergrund rücken. Ich denke, man sollte auch wieder darum da Andi fragen, weil er hat das letzte Mal gemeckert, weil er nicht im Video war. Der wollte ja wieder mitspielen. Hohoho, endlich darf ich wieder was sagen. Darauf habe ich... Man könnte ja auch noch die Mädels bei uns in der Verwaltung so ein bisschen in den Vordergrund bringen. Das sind ja halt Frauen im IT-Bereich, ein bisschen ungewöhnlich. Die könnten so sexy machen, um dieses angestaubte IT-Image ein bisschen aufzupolieren. Moin Mädels! Moin Michael! Du, wir könnten auch unsere Unermieter, die Typis da von Hostpress, durchs Bild laufen lassen. Dann können die ein bisschen Werbung machen und bezahlen uns das Video und alles ist cool. Weißt du, wie das bei uns läuft, ne? Was man aber auf jeden Fall zeigen sollte, sind unsere Techniker, weil die wirklich die richtig hammerharten Notsituationen Hand in Hand gemeinsam lösen und dann immer dafür sorgen, dass alles zum Schluss funktioniert. Das müssen wir irgendwie darstellen. Dirk, wir haben einen Notfall. Ist in Ordnung, ich kümmere mich sofort drum. Die Jungs von ServerEye, die müssen wir ganz prominent rausbringen. Die brauchen eine epische Szene, die dem Anspruch von ServerEye gerecht wird. Dieses Produkt hat ja im deutschsprachigen Raum mittlerweile für Furore gesorgt und Krämer-IT extrem bekannt gemacht. Da muss was richtig Passendes her. Und die Jungs aus dem Facility Management, die machen jeden Tag einen richtig geilen Job. Die müssen auf jeden Fall rein. Das ist für unser Unternehmen absolut essentiell. Mit den Azubis, die müssen auf jeden Fall acht dort irgendwie untergebracht gehen. Am besten machen wir dort so ein Video in der Werkstatt mit den Azubis und dann noch so dicke, fette Server. Weißt du, Dominik, was mir richtig gut gefallen wird, wäre, wenn du dieses Jahr mal die Schlussszene machst. Einfach unseren Kunden frohes neues Jahr, gute Rutsch wünschen, so ganz kurz und prägnant. Liebe Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Bekannte und Freunde, Weihnachten ist für mich wünsche ich euch eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Krämer IT-Team. So, ich würde sagen, ich habe mir jetzt genug Gedanken gemacht. Irgendwie müssen die ja vom Marketing auch mal was machen. Wir schmeißen das denen jetzt hin. Sollen die sich Gedanken machen, cooles Video draus machen, sind wir aus dem Thema raus. Weil mir verkaufen Computer. Alles andere können wir ja nicht. Gut, bis dann. Ciao. Hi Michael, hier ist der Anna-Michael. Wenn ihr für euer Weihnachtsvideo noch ein Lied braucht oder so, ich hätte doch ein paar neue Sachen. Pass mal auf. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm gleich doch auf der Fahrbahn. Kakesau mir fahren, weil sie all noch Sommerreifen haben. Ja gut, das ist noch nicht ganz fertig, ne, aber... Wie gesagt, melchig, ne? Frohe Weihnachten. Okay, ja, danke. Das wäre mein erster Teil. Nochmal, oder? Weißt du, wie das läuft? Mal machen und dieses Jahr muss es richtig abgehen. Moment. Mach ich immer. Ja. Das sieht so ein bisschen anstrengend aus. Ja, Fantasien, ihr Jungs. Fertig? Ja, ja. Moin Mädels. Hi Michael. Wir haben mit dem Produkt ServerEye eine weltweit bekannte Monitoring-Lösung geschaffen, die uns zu Weltruhm sehr fett das doch. Sorry, es kommt einfach so aus mir raus. Ich kann da nichts dran machen. Was hast du gesagt, um Gottes Willen? Das war super. Alter, du bist, das ist der pure Neid. Ne? So redet jemand, der total neidisch ist. Ja, in der Pfalz können die dann nicht so sexy, die Mädels. Ne?
In der Pfalz gibt's kein Mayonnaise. Hi Dominik, das ist der Michael. Du, wir machen noch jedes Jahr so ein Video mit, wir haben ja in dem Moment ein Image und jetzt finde ich zu viel dabei und das ist auch kacke. Jetzt wird's uncool, nochmal. Laura, jetzt ziehen wir dir den Lumpe da auf. Soll ich da mal Pulli gehen? Somit bitte ich euch, spendet mir Dominik Karl. Entschuldigung, war scheiße. Aber war eigentlich ganz cool. Die Idee war ganz gut, ne? Dirk, ich muss die Ticket noch mal Dirk ist direkt dran, wir haben direkt dran. Und uns mit Surf-ID von der Gemeinde, Kamera! Guck mal da!